Champions League Achtelfinale Teil 2. Mit doppeldeutscher Beteiligung. Bayern München, Borussia Mönchengladbach in Ungarn, in Rumänien, in Italien, nochmal Italien. Wow. Zu geil. Ja, und das erste Spiel ist Atletico Madrid gegen Chelsea in Bukarest. Das ist doch gelebtes Europa. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist so wie es ist. Ein bisschen der Nachteil vielleicht für Atletico, die ja eigentlich eine sehr heimstarke Mannschaft sind, jetzt aber ihr Heimspiel in Rumänien austragen dürfen. Thanks a lot, britischer Mutant. Und ja, Favoriten sind sie trotzdem von der Quote her, allerdings nur hauchzart. Ja, und ich frage mich wirklich, du sagst, man kann es gut finden, man kann es schlecht finden. Wer findet denn sowas gut? Also, das macht ja alles keinen Sinn. Wir könnten darüber stundenlang reden, wie idiotisch das ist, was der Fußball da auf die Beine stellt. Nicht nur wegen Unfairness, also es ist ja wirklich für Atletico und auch für Borussia Mönchengladbach oder Leipzig kacke, dass sie da in ein anderes Land müssen und ihr Heimspiel beraubt bekommen. Und für die Welt ist das auch nicht so sinnvoll. Egal, wir haben hier den FC Chelsea mit einem neuen Trainer, Thomas Tuchel. Ich mag ihn sehr gerne. Er hat famos gearbeitet, in Paris ins Finale gekommen. Und ich glaube auch, dass, auch wenn die Quoten uns was anderes suggerieren, Chelsea an sich in diesem Duell der Favorit ist. Klar, ist jetzt theoretisch auswärts, aber das ist ja für beide der Fall. Dementsprechend ist dieser Heimvorteil da eigentlich schon bereinigt in der Quote. Und ich traue Chelsea hier mindestens das Unentschieden zu. Atletico war in der diesjährigen Champions League nicht mehr das Atletico der letzten Jahre. Im Gegenteil, haben sich schwer getan. Chelsea hat schwache Gegner gehabt, muss man auch dazu sagen. Und Sevilla, was super schwach auch gewesen ist. Aber Asian Handicap 0 auf Chelsea, meine Idee. Mhm. Bei der Quote von 2,11 ist das in der Tat gar nicht mal so verkehrt, denn ja, dass Atletico hier dieses Spiel gewinnt, ist ungefähr genauso realistisch wie ein Unentschieden oder ein Chelsea-Sieg und daher eher 66% für dieses Ergebnis für Chelsea und ja, beim Unentschieden kriegst du halt dann das Geld zurück. Also kann man machen, meine Meinung ist es nicht. Ich sehe Atletico schon noch ein Stück besser als Chelsea, aber keine verkehrte Wette, definitiv. Ich werde mich sowieso bei diesem Spieltag ein bisschen zurückhalten, weil unsere Bilanz vom letzten Champions League Spieltag mit 0 Richtigen aus 4 Spielen schon ein bisschen richtungsweisend war. Allerdings habe ich durchaus eine Meinung zu diesem Spiel Lazio Rom gegen Bayern München, denn Bayern, klar, haben wir gesehen, gerade in der Bundesliga gegen Frankfurt verloren, auch in den letzten Wochen mit dem 3-3 gegen Bielefeld nicht so überragend. Aber jetzt ist es Champions League und da sind die Bayern halt Titelverteidiger und an guten Tagen, ja, immer noch für jede Mannschaft schwer zu besiegen, außer es ist halt vielleicht Eintracht Frankfurt. Und auch da haben die Bayern in der zweiten Halbzeit wieder sehr, sehr gut gespielt. Gegen Lazio Rom, ja, die haben keine Niederlage in der aber relativ schwachen Gruppe mit Dortmund, Brügge und Zenit. Das ist meiner Meinung nach keine Referenz. Die haben stark angefangen, aber dann auch wegen vielen Corona-Fällen stark nachgelassen. Deswegen tendiere ich hier ganz klar zu den Bayern. Mit einer 1,72 sind die hier Favorit. In Rom wird es vielleicht schwieriger, aber nichtsdestotrotz Bayern von der Klasse her definitiv ein Pflichtsieg für die Bayern gegen Lazio Rom, was ja nicht zum internationalen Top-Klientel zählt. Ja, was soll ich da noch ergänzen, lieber Radek? Wir haben es auch im Vorfeld schon gesagt. Wir glauben, dass Bayern ein bisschen ausgelaugt ist, vor allem mental, auch angeschlagen, viele verletzte Spieler. In der Bundesliga fehlt der Druck, DFB-Pokal fehlt so ein bisschen der Sinn. Deshalb sind, glaube ich, die schwachen Auftritte da sehr, sehr gut erklärbar. Man hat aber auch wieder im Weltpokal gesehen, wenn sie gewinnen müssen im K.O.-Spiel, dann sind sie da. Hier müssen sie nicht unbedingt gewinnen, aber sollten schon mal einen Grundstein legen. Minus 1 Asian Handicap, sehr, sehr attraktiv für eine 2,2 oder man macht den einfachen Sieg 1,72. Aber ich glaube definitiv, wir werden hier wieder das Champions League-Gesicht des FC Bayern sehen, denn die wollen den Titel. Ja, weiß ich gar nicht, ob die den wollen. Das ist jetzt eine ziemliche Unterstellung. Also, kann ja auch sein, dass der Flick sagt, jetzt haben wir ihn einmal gewonnen, jetzt lassen wir mal die anderen ran, diese sogenannten Experten. Hansi, du Spacko. Atlanta Bergamo gegen Real Madrid. Bergamo, Favorit
Fast, naja gut, 2,9, das heißt ja schon fast ausgeglichene Quote gegen Real Madrid. Da muss man sich auf Grundsuche begeben, warum Atalanta Bergamo hier auf einer Augenhöhe mit Real Madrid stehen soll. Vielleicht, weil Real in der Vorrunde dieser Champions League sich alles andere als mit Ruhm bekleckert hat. Nichtsdestotrotz ist es immer noch Real. Genau. Und auch dieses Real muss auf den einen oder anderen Spieler verzichten. Carvajal länger verletzt. Ich glaube, Benzema wird auch für dieses Spiel fehlen. Aber sie haben nicht geglänzt, die Madrilenen. Jedoch waren sie schon mit dem Arsch wirklich richtig tief in der Wand drin und sind da nochmal rausgekommen und haben dann letztendlich die Gruppe als Tabellenerster geschafft. Paar Funny Facts. Erstes Spiel, das erste Mal, dass diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Wenn man Gründe suchen will, warum Madrid nicht nur das bessere Team ist, sondern auch dieses Spiel gewinnen wird, dann kann man in die Statistik schauen, denn da heißt, dass Real Madrid seine letzten 5 Champions League-Spiele in Italien gewonnen hat. Warum machen sie da nicht auch ein 6-0, so einen halben Donut da draus? Oder ist sogar ein ganzer Donut? Und auch Radek, verblüffend, Real Madrid, und das lese ich kurz ab, steht zum 24. Mal in Folge in der K.O.-Runde der Champions League. Längste Lauf ever seit 1996, 97 der Saison, immer in der K.O.-Runde. Respekt, die Königlichen, deshalb heißen sie vielleicht auch so. Und deshalb werden sie auch dieses Spiel aus meiner Sicht nicht verlieren. Asian Handicap 0, Real Madrid oder der reine Sieg. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Königliche von der Krone im Logo und dem Real kommt. Aber das ist jetzt nur so meine Laienerklärung. Aber wahrscheinlich kommt es eher davon, weil sie so oft im Achtelfinale waren. Entscheidet ihr. Schreibt es in die Kommentare, was eure These ist zu diesem Namen. Willst du mir jetzt auch sagen, dass du bei Mönchengladbach siehst du bestimmt auch gleich einen Fohlen im Logo, oder? Oder im Namen. Schauen wir mal. Jedenfalls, ja, was bleibt uns zu den Quoten noch zu sagen? Mit 2,73 Real Madrid sehr attraktiv die Quote und Asian Handicap 0 auf Real. Eine Zweierquote kann man machen, definitiv muss man machen. Geht hier immerhin gegen Atalanta Bergamo. Und hier gilt das gleiche wie bei Lazio Rom. Die italienische Liga ist nicht mehr europäische Spitze. Klar hat Atalanta gute Spieler, eine gute Chemie und auch einige gute Spiele abgeliefert, auch auf internationalem Niveau. Aber dann, Achtelfinale ist doch schon das Maß aller Dinge, während Real natürlich immer zu den paar Top-Favoriten gehört. Und zu denen gehört jetzt auch natürlich wie so oft Manchester City, gerade nach der Vorrunde, in der man nur ein Gegentor gekriegt hat und 5-mal gewonnen hat in der Gruppe. Ja, okay, die war jetzt auch nicht überragend mit Porto Piraeus und Marseille. Aber Mai, wie gesagt, in der englischen Liga laufen sie auch vorne weg, sodass jetzt eigentlich schon von Jürgen Klopp zum Meister erklärt worden sind. Auf der anderen Seite Gladbach sowas von unter den Erwartungen in der Liga. Jetzt hat auch noch der Trainer gesagt, ne, das tue ich mir nicht noch eine Saison an bei denen. Da gehe ich doch lieber zu den Schwarz-Gelben und stock mein Gehalt ein bisschen auf und werde dann in der Winterpause wieder durch Edin Terzic ersetzt oder so. Aber nichtsdestotrotz, Gladbach hier sowas von Außenseiter, wie man nur Außenseiter sein kann. Und das spiegelt auch die Quote wieder natürlich. Ja, ich glaube das Tor, oder ich weiß es sogar, das Tor, das sie gefangen haben, Manchester City war in der ersten Halbzeit oder gleich in den ersten 10 Minuten gegen Porto, seitdem ohne Gegentore. Gladbach hingegen hat eine tolle Champions League-Saison gespielt, sich kurz vor knapp dann noch fast alles versaut und am Ende Donetsk das Weiterkommen zu verdanken. Sie haben wirklich Pech, muss man sagen, auch die Fans. Sie hätten nach Madrid können, nach Mailand, Donetsk passt schon. Und jetzt hätten sie nicht mal Man City daheim anschauen können, sondern hätten nach Budapest gemusst. Also alles kurios, es spricht alles gegen Gladbach, die Quote absolut fair, vielleicht sogar eher ein Schlag ins Gesicht von Man City. Als Pep Guardiola könntest du dann sagen, schaut euch, was die Buchmacher uns für eine Quote machen, das reicht als Motivation. Die haben ja einen Schädelbruch. Ich wüsste nicht, wie Gladbach hier ein Wunder schaffen sollte. Ich kann mir auch gut vorstellen, wie der Pep Guardiola so bei Tipico anruft und meint, geht's eigentlich noch? Schaut euch mal die an hier. Wir sind Man City, wir sind Erster in England. Ich bin Pep Guardiola, hab 2009 mit Barcelona 6 Titel gewonnen und wir spielen gegen Gladbach. Und jetzt kriegen wir hier eine absolut lächerliche Quote. Sofort korrigieren oder wir setzen alle auf Man City minus 1,5 mit einer Quote von 2,09. Aber ja,
freuen uns natürlich auch, wenn Gladbach hier uns alle überraschen sollte mit einem weiteren tollen Champions League-Auftritt. Das Potenzial haben sie, sie zeigen es nur in letzter Zeit nicht so häufig. Und auf der anderen Seite, ja, einige wirklich interessante Spiele. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Spiele, egal wo sie stattfinden. Ich weiß genau, sie finden bei mir auf meinem Fernseher im Wohnzimmer statt. Also ob die dann aus Bukarest, Budapest oder sonst wo filmen, who cares? Guter Punkt. Und auch hier bleibt abschließend zu sagen, diese Champions League Runde, alles coole Duelle, auf die man sich freuen kann. Danke dafür. Ciao. Servus.